Das Orgelporträt, die Schmidt-Orgel in Bibra. Bibra ist ein Dorf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen im fränkisch geprägten Süden Thüringens. Seit 2007 gehört der rund 580 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Ort zur Gemeinde Grabfeld. Bibra liegt etwa 12 Kilometer südlich von Meiningen im Tal des gleichnamigen Baches und bildet das Tor zur historischen Landschaft Grabfeld zwischen Thüringen und Bayern. Erstmals erwähnt wurde Bibra in einer Schenkungsurkunde an das Kloster Fulda im Jahre 825. 1119 wurde das Adelsgeschlecht derer von Bibra erstmals genannt. Die Herren von Bibra waren reichsfrei und wurden deshalb sehr von der Obrigkeit umworben. 1486 wurde dem Ort durch Kaiser Friedrich III. Das Marktrecht verliehen. 1805 nahm man die Herren von Bibra in den Reichsritterstand auf. Der Ort selbst kam zum Herzogtum Sachsen-Meiningen. Die gut erhaltene Burg der Herren von Bibra befindet sich bis heute im Besitz der Adelsfamilie. Der Grundstein für die evangelische Kirche St. Leo wurde 1492 gelegt. Sie erhielt in der Folge eine prachtvolle Ausstattung durch keinen geringeren als Tillmann Riemenschneider. Denn Lorenz von Bibra war zu jener Zeit Fürstbischof von Würzburg. Die hochbedeutenden Riemenschneider Flügelaltäre, weitere Figuren aus seiner Werkstatt sowie insgesamt 36 Epitaphe der Familie von Bibra machen den kleinen Ort im Grabfeld heute zu einem Anziehungspunkt für Kunstinteressierte aus nah und fern. Jüngstes Ausstattungsstück der Kirche und darum wohl oft übersehen ist die Orgel, die 1855 von Johann Michael Schmidt aus Schmiedefeld erbaut wurde. Zu Beginn hörten wir die Choralbearbeitung Auf meinen lieben Gott von August Gottfried Ritter, dem berühmten Magdeburger Domorganisten. Es folgen drei Choralvorspiele von Christian Heinrich Rink aus dessen umfangreicher Sammlung von Choralvorspielen Opus 105. Thank you.
Der Erbauer der Orgel in Bibra, jener Johann Michael Schmidt, wurde 1798 in Schmiedefeld geboren. Er erlernte das Orgelbauhandwerk bei Johann Michael Holland in seinem Heimatort Schmiedefeld, denn dieser Ort am Rennsteig war damals bereits in der dritten Generation Sitz von Orgelbauern. Der erste war Johann Michael Wagner, sein Mitarbeiter Johann Caspar Holland übernahm später die Werkstatt seines Meisters. Fast zeitgleich mit Michael Schmidt erhielt der Sohn von Johann Michael Holland, Friedrich Wilhelm Holland, seine Ausbildung in der väterlichen Werkstatt. 1837 machte sich Michael Schmidt zusammen mit seinem ebenfalls als Orgelbauer tätigen Onkel Heinrich Schmidt in Schmiedefeld selbständig. Er stand also fortan in Konkurrenz zu Holland und fertigte sein erstes Werk im selben Jahr 1837 für die Kirche des Dorfes Gleicherwiesen. In den Folgejahren entstanden eine ganze Reihe von kleineren und größeren Orgeln, hauptsächlich im südlichen Thüringen. Die sehr solide Bauweise der Orgeln aus der Werkstatt Schmidts sind ein wesentlicher Grund, weshalb heute noch fast alle Instrumente erhalten sind. Seine größte Orgel erbaute Schmidt im Jahr 1846 für die Stadtkirche in Eisfeld. Sie bekam 28 Register. Obwohl es in jener Zeit eher unüblich war, bei Orgelneubauten den barocken Prospekt wiederzuverwenden, so hat dies Michael Schmidt einige Male gemacht, vor allem bei Orgeln von Nikolaus Seber. Offenbar hatte Schmidt eine hohe Achtung vor Sebers Werken, vor allem vor seinen prachtvollen und fantasievollen Prospekten. So befinden sich heute hinter den Seber-Prospekten in Menthausen und Milz Orgeln von Michael Schmidt. Und auch die berühmte Schwalbennestorgel in Bethheim wurde 1856 von Michael Schmidt umgebaut. In einem anderen Orgelporträt dieser Reihe wird dieses in mehrfacher Hinsicht einmalige Instrument von Bethheim näher vorgestellt. Nach 1865 übergab Michael Schmidt die Werkstatt an seinen Mitarbeiter Theodor Kühn und starb im Jahre 1876. Ein Jahr vor dem Umbau in Bethheim errichtete Michael Schmidt den Neubau in Bibra, ein klangprächtiges Werk von 24 Stimmen auf 2 Manualen und Pedal. 1994 erfolgte eine Restaurierung durch die Firma Hoffmann Orgelbau aus Ostheim vor der Rhön. Das nächste Klangbeispiel stammt ebenfalls aus der Feder von August Gottfried Ritter, eine Bearbeitung über den weihnachtlichen Choral »Den die Hirten lobten sehre«. Optisch und vor allem auch klanglich beeindruckende Orgel von Michael Schmidt in Bibra besitzt 24 Register auf 2 Manualen und Pedal. Sie ist im Wesentlichen unverändert erhalten und legt Zeugnis ab vom hohen Stand der Orgelbaukunst in Schmiedefeld in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die großzügig bemessenen Ventile in den Manualen haben freilich eine relativ schwere Spielweise zur Folge, doch mit solchen Voraussetzungen müssen heutige Organisten umgehen können. Die Manuale haben einen Umfang vom Ton Groß C bis zum dreigestrichenen D. Ein fülliges Bordun 16 Fuß grundiert den Klang, dazu kommen Prinzipal, Hohlflöte, Bordun, Viola di gamba und Trompete 8 Fuß
Oktave und Hohlflöte 4 Fuß, eine Oktave 2 Fuß sowie ein vierfaches Kornett und eine vierfache Mixtur. Das Oberwerk besitzt eine farbige, romantische Disposition mit 9 Stimmen: Geigenprinzipal, Gedackt, Traversflöte, Flöte Dolce, Salizional und eine Oboe 8 Fuß, sodann Oktave 4 Fuß, eine Spitzflöte 2 Fuß und eine milde, dreifache Mixtur. Das Pedal mit konkav geschwungener Klaviatur, wie etwa auch bei Johann Friedrich Schulze, besitzt einen Tonumfang bis zum eingestrichenen D. Die nur 4 Register geben ein mächtiges Fundament mit Subbass, Violon und Posaune 16 Fuß sowie einem Oktavenbass 8 Fuß. Dazu kommt eine Manual- und eine Pedalkoppel. Hören wir abschließend das beeindruckende, hochromantische Plenum der Schmidt-Orgel in Bibra in einem Präludium und Fuge in D-Moll von Karl Czerny. Der 1791 in Wien geborene Czerny, bekannt oder gefürchtet für seine Klavieretüden, hat im Jahre 1841 unter der Opusnummer 603 6 Präludien und Fugen für Orgel veröffentlicht. Die St. Leo-Kirche in Bibra ist nicht nur wegen ihrer Riemenschneider-Kunstwerke einen Besuch wert. Auch für Orgelfreunde hat Bibra mit seiner gut erhaltenen, romantischen Orgel etwas ganz Besonderes zu bieten.